Einer von Verantes Spionen hat die Position einer fantastisch unterbesetzten jeneriten Splitterraffinerie gemeldet. Nova, wir haben einen Job für dich. Oh, komm ich in einen Roboteranzug? Ja? Please, Roboteranzug, please. Nein, wir laden dich in ein Netzwerk hoch, das du hacken wirst. Ist vielleicht auch lustig. Jawohl, hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen Battleborn. Battleborn. Aber dann spiele ich nicht immer alleine, nein, das ist ja auch ein Koop-Titel. Richtig. Ja, und mit wem spielen wir? Musst du auch schon sagen, komm. Na, komm. Na? Komm, sag mal selber was. Mit dem Onkel von Gamers Checker. Ja, hallöchen. Ja, genau. Mit mir. Weiß nicht, warum du jetzt so lachst, Onkel. Onkel! Aber er ist nicht unser Onkel, er ist nur der Onkel. Also, ich bin der, allen. Ich bin Onkel. Der Onkel aller. Der Überonkel. Genau. Also, falls ihr mal einen Onkel braucht, er ist der Onkel. Genau. Der Onkel. Ich bin für euch da. Oh. So, ich spiele wieder die feuchte Frau. Ui, du bist feucht im. Ja, toll. Ich habe mir, so, hab mir jetzt mal gedacht. Du brauchst wieder vier Arme, weil du so gerne an dir rumspielst, Kaffee kochst und. Ich spiele an mir und an dir rum. Geh weg. Du hast ja auch. Ich nehme heute mal eine andere Figur. Ja, und zwar nämlich mal diese. Nein! Marquise, oh, das wird spannend. Oh, aber da sieht man wieder, es ist sehr ungewöhnlich als Pärchen, wenn der Mann kleiner ist als die Frau, wobei du, glaube ich, auch einen weiblichen Charakter spielst, oder? Ich spiele, glaube ich, auch einen weiblichen Charakter. Ja, dann sind wir Lesbien. Also ich finde den Marquise sehr geil. Der ist, glaube ich, als Singleplayer sehr geil. Bist du doch kein Lesbierin, du findest den Marquise geil, also stehst du doch auf Männer. Du verlässt mich. Ja. Ah, merk schon. Ich bin ein bisschen flexibler, wollte ich damit sagen. Flex, okay. Über Bier als wie heißt das denn noch, wenn man, also egal welches Charakter, wie heißt das denn noch? Bin egal. Das heißt einfach egal. Bi, oder? Meinst du jetzt Bi? Nein, wenn man so multi-omni. Potent? Wenn es egal ist. Also. Wenn es mir egal ist. Es geht schon los, Leute. Ja, ich hab schon einen weg. Und ihr? Ja, das. Den habe ich weggeschossen, aber okay. Ja, das, ich glaube auch, das war der Onkel. Du hast draufgehauen, den Todesschuss habe ich gegeben. Es tut mir leid. Ja, das werden wir jetzt heute öfter hören, glaube ich. Nicht. Ja. Kling, kling. Bitte, den habe ich getötet. Ich bin ein Scharfschütze. Mäh. Oh, hast du sie alle platt geschossen. Wo ist unser Scharfschütze? Ist unser Scharfschütze gerade da hinten? Oh, der hat gerade ein Problem, glaube ich, oder? Nee. Scharfschützen haben niemals Probleme. Niemals. Wenn sie nach vorne gehen, nicht. Wenn sie nicht nach vorne gehen, haben sie keine Probleme, genau. Wir müssen uns auf die Dinger hier stellen. Nein, immer noch nicht. Ich erinnere mich da an was. Ja. Da quillt was. Die Watte. Da war ich noch nie drüben. Weißt du? Ach, jetzt war ja dieser Mist hier. Also ja, nochmal zur Erinnerung für unsere Zuschauer, wir mussten das ja letztes Mal ein paar Mal spielen. Nein, wir haben es einmal gespielt und am Ende der Mission haben wir es verkackt. Also wir jetzt mal nicht übertreiben. Wir haben es einfach verkackt. Der Weg nach vorne ist zu. Sagen wir mal, wir haben es verkackt. Ja, das kann man nicht schön reden. Das war so. Das kann man nicht schön reden. Ich habe irgendwas vergessen, hier was einzukaufen. Der hier. Also ich werde definitiv mit dem Ding sehr wenig Kills haben. Ja, aber dafür die kräftigen. Weil ich muss mich ja, auf Anschluss. Ist der nicht so der Massenmörder? Nee, der ganz genaue Mörder ist das eigentlich eher. Wollte ich doch gerade sagen, du killst sie doch ganz genau. Ihr seid auch noch nicht mal bei mir, oder? Ich bin schon hinter dir, Alter. 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 Rein, ey. Ja, ich, Alter. 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 Guck mal hier, Alter. Ich bin so breit geboren quasi. So, dann machen wir wieder die Fackel an. Vielleicht auch nochmal für die Zuschauer. Wenn die Story labert, labern die Spieler hier auch. Und zwar der neben mir ganz besonders. Er meint mich damit, glaube ich. Ja, der Onkel macht das manchmal aber auch ganz gerne. Nur so. Ja, ja. Meinst du? Punkte Heiterkeit. So. Du verbrennen. Ja. War denn dann das noch überall? Ja, sie haben wieder Story gelabert. Ach, hallo. Das kann nur ein Märchen sein, eine Mar. Das macht doch der Snorks extra, um uns zu schaden. Ja, ich habe mit den Designern, den Entwicklern gesprochen und gesagt, also baut die Sprachsachen nur ein, wenn die beiden reden, sonst nicht. Designer vor allen Dingen. Ja. Designer vor allen Dingen.
Genau, ja. Die haben das designt und haben dann das so gemacht, genau. Ach, ich erinnere mich mal als ein Ende des Levels hier. Das ist ja doch obergrauenhaft, ja. Ja, ich erinnere mich, dass wir da abgekackt haben, total, aber so richtig. Weil du musst ja so ein Ding beschützen, wie das hier eigentlich auch gerade. Das ist eigentlich übel, ne? Fang du doch mal an, damit dein Ding zu beschützen und wir spielen weiter erstmal. Ich beschütze mein Ding. Genau. Na gut. Warum lohnt sich das denn, sowas Kleines zu beschützen? Das stimmt auch wieder, ja. Ich zieh gleich hier den Stöpsel. Pass mal auf, da drüben so. Frechheit. Der Typ ist schon eingesperrt hier. Wo ist denn die Zivelle? Also der Typ sitzt jetzt auf jeden Fall in diesem Fenster da. Den will ich jetzt Platz machen eigentlich. Aber geht wahrscheinlich... Geht nicht. Der schießt da auch nicht. Ach, der da. Der was machst du da? Witzel. So, wäre Zeit, dass ich noch mal eine Stufe weiterkomme hier zum Aufpimpen meines Charakters. Irgendwas Betäuben auf seine Waffe gelegt, kann das sein? Also Betäuben? Ja, ja, ich sehe, dass die Gegner immer betäubt sind. Okay. Spürst du mich eigentlich an hier nochmal? Du sahst so trocken aus, ich wollte dich ein bisschen feuchter haben, weil das ist ja gut für die Haut, das viel Wasser ich und so. Ja, genau, das ist ja sehr, sehr praktisch. So, jetzt habe ich explodiert das Wasser, jetzt mache ich sie platt hier, komm. Wenn man oft genug mit euch zusammenspielt, dann was? Dann gewöhnt man sich an eure Seitenhiebe. An unseren Scheiße, die labern, meinst du? Was für Seitenhiebe? Wir teilen nur geradeaus, also ganz gerade. Immer in die Fresse. Da ist nichts von der Seite oder so. Das ist kein Links-, kein Rechtshaken, der geht einfach vorne rein und hinten wieder raus. Genau. War was? Weißt du, das geht so richtig so mit Handschuhen. Handschuhen. Der Snorx hat gerade einen Handschuh. Ein Handschuh-Geste gemacht. Ja, beugen sich schon mal vor, halten sich am Heizkörper fest, jetzt geht's rund. Genau, jetzt kommt der Doktor und hält sich mal. Ich hab ja noch so einen Knopf, der ist eigentlich weg jetzt. Den hab ich splattert. Doch nicht, das hat die Tür wieder aufgehen hier, aber. Ja, irgendwann geht die Tür auch auf, aber noch nicht. Noch nicht. Warum ist das Kiel? Nein, und fall doch schon um. Ach Mann, nun wird doch mal böse hier, komm. Komm ran, bleib nach. So, Gott, da ist der. Ach, da ist ja noch einer. Oh, Onkel, den hast du gar nicht weggemacht hier. Ja, übersehen. So, als Marquis müsstest du eigentlich ein bisschen hinten stehen, so, ne? Am besten so bei der Base. Bei der Base. Give me more Base. Das ist natürlich eine komplette Taktik umändert. Der hat eine Bombe auf dem Rücken. Was ja, soll das? Ja, das ist unangenehm, ja, wenn die hochgeht. Ja, jetzt geht's los hier, der Kiste. Das ist so der Terrorist unter den Gegnern, oder was? Ja. Mit dem Taliban-Man. Das NLC produziert keinen Schaden. Ist das ein neuer Superheld? Es gibt Superman, Taliban-Man und... oder was? Taliban-Man. Hey, Mr. Taliban-Man. Okay, was war das anderes? Ja, sehr gut. Spritzel. Habt ihr den Supermob gesehen, ne? Ja, den habe ich mit meinem Super gleich weggemacht, ja. Spritzel. Okay. Tut euch was. Wir haben was getan, der ist jetzt tot. Und nun kriegen wir jetzt einen Gummipunkt oder was? Ein Gummipunkt. Oh, was haben wir denn hier? Achso, hier kannst du deine. Wir hätten noch was geheilt, ne? Doch, eine Heilungsbombe gebaut. Was ist das? Was jetzt, der andere? Wir fliegen überall meine Vögel rum. Er ist im Herzen der Raffinerie. Da lösen wir dann die Schmelze aus. Na gut. Die andere hat was erzählt. Kannst du es nachvollziehen, was sie gesagt hat? Weiter geht's. Und ich lieg nicht falsch, richtig? Hallo. Hallo. Krabbel, krabbel. Komm her, ich will krabbeln. Hä, aber, Alter, ich bin wieder runter. Hä? Okay. Du musst einfach nicht runterfallen. Du darfst noch nicht runterfallen, das ist ein bisschen... Nee, Alter, bloß bei mir ist der Fahrstuhl nicht runter. Der Fahrstuhl ist bei mir wieder hoch runtergefahren, wo ich gerade ja, das macht er auch, wenn du zu langsam bist. Macht er gerne, ja. Was ist denn los? Der hier wollte mich fast runterwerfen, hier, der Blöde. Warum macht er das? Weil er es kann vielleicht, aber das ist nicht nett. Oh, ich bin runtergefallen. Ich stehe an der Kante hier. Was macht denn der da? Wo kommt der her? Warum macht den keiner weg? Hallo, ist der eingeladen oder was? Also, nein. Ist er weg. So, dir mal geholfen. Ich mein. Alter, der klaut hier. Ey, der Smirk. Ich mache eine Kiste auf und ich kann nicht mal klicken. So schnell ist das Zeug weg. Ach, hör auf. Alter. Ich mache einfach ein Süppchen. Moment. Nicht autorisierter Zugriff entdeckt. Sicherheitsleck. Sicherheitsleck. Komm,
Du weg. Meine Schuld. Ein Passwort war offenbar nicht das Passwort. Cool, ja? Moment, vielleicht. Passwort 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt, die Typen sind gut. Nein. Passwort ist 2, 4, 5. Was? Wir greifen manuell ein. Da ist eine Steuerungskonsole in der Nähe. Nova, kannst du sie da treffen? Leck, leck, leck. Ich erkunde gerade eigentlich digitales Neuland, aber... Ja, ach, schön. War es genauso gut für dich wie für den anderen? Ich fand sie eher so... Einweg-Bums. Ein Einweg-Bums? Ein Einweg-Bums. So sonst Mehrweg-Bums, oder was? Ja, kennst du das, ne? Nee, er bumst sonst mehr weg, verstehst du? Ach so. Aber wo bumsen? Hier bumst mich gerade einer an hier. Was soll das? Bumpel. Kleine Drecksau. Naja, die sind ja aber schon fast alle weg. Fast aber... alle weg. Ach, deine Hall-Area macht auch noch Schaden? Ja, natürlich. Aber so richtig, richtig. Für euch ist die gut, für Gegner ist die immer schlecht. Merken wir. Versuchen wir uns das zu merken. Was rum. Oh, meinst du, willst du das so merken, wie nicht bei Story labern? Nein. Das ist eine andere Gehirnzelle, die du aktivieren musst. Also mit Schießen ist schon echt schwieriger, weil da muss man ja zielen können. Ja, ja. Der, das Schießen bei dem Marquis ist, dass er auch aus einer ziemlich hohen Entfernung auch zielen kann. Heißt aber auch, aus naher Entfernung kannst du da nicht so gut zielen. Was? Weil er kann sich auch nicht so bewegen bei hoher Entfernung. Oh. Das ist ein bisschen schwieriger bei den Typen. Aber der Revolver ist auch nicht schlecht in der Hand. Ja, ja, der Revolver, den nehme ich auch. Ey, der haut mich. Aber die Primärwache ist eigentlich das Scharfschützen-Ding. So, die habe ich weg. Okay, habe ich was verpasst? Nee, sekundär. Primär ist deine Pistole und wenn ja, ich dann... Ja, aber Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Die wichtigste Waffe ist das Scharfschützen. Das macht mir keinen Spaß! Ja, richtig. Das ist deine wichtigste Waffe, ja. Diese Steuerungskonsole kann die manuelle Eingriffssequenz einleiten. Sichern Sie den Kontrollraum, während ich den Planeten hacke. Manuelle Eingriffssequenz. Ja, erinnert ihr euch nach einem Unterhosen mit Eingriff? Die hat man angezogen und hat tagelang darauf gewartet, wann der Eingriff nun endlich erfolgt. Fast ziemlich. Oder die hast du wochenlang angenommen, brauchtest einen Eingriff, um die wieder abzukriegen. Ja. Heilung. Du hast mir Sachen weggeklaut, irgendwann kam ich nicht rächen. Ich wusste, dass das kommt. Hilfe. Hilfe, ja, ist berechtigt, absolut. Komm, du bist draußen, Onkel. Da ja, wir kommen jetzt, wir kommen ja, der, die Blase hat ja, sich gerade aufgebaut. Houston, wir haben ein Problem. Zack. So, Blase ist weg. Jetzt, wo bist du? Da. Ja, wir machen Doppelheilung hier. Dankeschön. Ist doch schon da, alles gut. War doch gar nicht so schwer. Hat auch kaum weh getan. Haben wir doch gut gemacht. Da lang. So, du hast dich wieder geheilt, ist doch alles gut, also. Da ist die Gießerei. Das angreifbare Sicherheitsterminal ist da drin. Machen wir die Dinge weg, das ist ja nervig, oder? Wir kommen jetzt zu Spawnpoints. Ja. Oh, dicke Mopse. Mopse? Du hast das auch schon gut, ja? Nicht Möpse, Mopse, und sie reden wieder Story, aber egal. Okay, Story egal. Wird ja überbewertet. Ja, wäre es egal, dann ist ja auch egal. Machst du auch hier, hilfst du eigentlich mit dir nochmal? Ich bin auf der anderen Seite, hab den anderen mitgemacht. Das macht man nicht, dann wechseln wir uns wieder. Ne! Oh, jetzt habe ich meine Spezialwaffe eingesetzt, versehentlich. Versehentlich? Ja, also, ich habe sie eingesetzt und der Gegner war dann weg. Versehentlich in den Griff geschritten. Griff geschritten. Ja, ja. Was hat ich gesagt? Versuch's nochmal. Wo seid ihr denn lang? Ich verbrenne. Du darfst nicht in das Feuer gehen. Und schau nicht ins Licht. Nein, also ich hab's nicht. Gehen Sie nicht ins Licht, gehen Sie nicht ins Feuer, gehen Sie nur über los. Juhu. Okay, ich glaube, ich bin einfach mal tot. Ich heile dich so ein bisschen noch, aber... Ja, von hier aus kann ich... Hier tut mir niemand. Warte mal, kriege ich... Warte, ich muss mal stehen, bleib mal stehen. Onkel, bleib mal stehen. Ich will doch weg hier. Du musst ja auf die Insel da musst du hin. So, jetzt hast du wieder ein bisschen... Da musst du hin. So. Wollen sie dir erstmal nur ein bisschen Hells geben, weil das hilft schon mal ein bisschen. Oh, wie lustig er läuft. Sieht ja lustig aus. Aber er verbrennt gerade. Er sucht sich auch den kompliziertesten Weg, wenn ich das mal so sagen darf. Da hinten darfst du nicht hoch. Da hinten kommst du nicht hoch.
Ja klar kommst du da hoch. Hier, hier kommst du hoch. Also du bist doch am Mann, das musst du doch wissen, dass man hinten nicht hochkommt. Nein, ich komm da nicht hoch. Ja, hinten kommt ein Mann auch nicht hoch. Das ist immer nur vorne. Ja, ich hab's geschafft. Geht doch. Richtig hochkriegen. Wie ein echter Mann. Was? Was haben wir denn hier? So, ihr könnt schon in der Mitte bleiben. Ich habe das hier mal eben erledigt. Ja, natürlich. Gut gemacht. Ich bin in der Mitte. Die Konsole ist hinten. Werf den Transmitter. Ist der Marquis auch da hinten, oder? War da mit rum. Jetzt geht's auf zur Mitte. In die Mitte. Nein. So. Ich heile den Marquis nochmal hier ein bisschen. Jawohl. Aua, nicht hauen. Rosa. Wow. Hier ist ein Obermokel. Ja, dieser. Wunderbar. Nee, der ist er noch. Sag ich mehr. Genau. Der Uhu. Der flattert und flattert und pustet sich auf. Was? Ja, die mal. Boing. Ja, Tafti-Burschen, ne? Kann das sein? Aber gegen deinen, gegen deinen Spritzstrahl hilft nichts. Ne? Gegen meine Feuchtigkeit kommt keine Ahnung. Super feucht. Super wet. So, Mädels, jetzt lass uns erstmal ein paar Türmchen hier wieder fertig machen. Wer Geld hat, sollte mal so ein Türmchen bauen. Geld. Ah, okay. Wer hat heutzutage schon Geld? Nimm mal. Oh, da kommt einer. Ich sehe einen. Ich sehe, wo ist er hin? Warte. Hast du ja schon Tour aktiviert? Nein, oder? Aber da steht noch einer, den haben wir wohl übersehen. Oder er hat uns nicht. Aber er ist weg. Der konnte nix. Ah, ein Raubtier. Scheiße. Ach, ich wollte doch das andere machen. Kacke. Na gut. So, sind wir soweit? Nö. Doch. Sind wir. Verdammt. Echt? Hab ich gar nicht gemerkt. Mach doch. Hab ich. Reichen wir diese Verteidigung etwas auf. Nova, bist du bereit? Zugriff bereit auf Ihren Befehl. Und los geht's. Wir behalten dich da draußen im Auge. Zugriff. Und noch. Welle startet in 0. Welle startet. Kommt irgendwie aus dem Himmel jetzt hier, oder? Ja. Da drüben. Aua. Scheiße. Excellent! Ich weiß nicht, sowas von Tod, das wissen wir gar nicht. Ey, kann ich das eigentlich kaputt machen? Da ist noch einer. Warum? Ich bin gerade tot gebritzelt. Ich kann die Beats fallen. Was machen die denn hier? Wo kommt ihr denn her? Nein, der ist. Da gibt's nur noch einen Schuss, hätte ich gebraucht. Da musste ich nachladen. Ja, aber dafür war der auch tot nach dem einen Schuss. Ich bin betäubt. Ja. Was? Warum hast du. Mich hat jemand betäubt? Das ist eine Frechheit. Alter. Ich hab ihn, du bist tot. Da kommt ein roter. Da kommt ein roter Blitz. So ein Fassträger da. Ja, oh, ist schön. Rum. Der flattert und pustet sich auf. Es ist schon etwas was anderes mit den Scheißgeschieße. Die spielen sie alle unter. Also ich komme mit Hauen schlechter klar, weil ich finde, den Überblick hat man nicht mehr, weil du immer mittendrin stehst und dann überlegen musst, ist der Gegner da rechts oder links ausgewichen und so. Deswegen finde ich die Schlagcharaktere nerviger. Aber das ist halt, jeder spielt halt ein bisschen anders. Das ist halt echt so. Schießen so auf Distanz, hast du viel mehr Überblick. Achtung, Nova! Ja, ich mach ja jetzt auch. Oh, da drüben ist der Turret schon kaputt. Wer war das denn? Kann ich da hin? Ja, kann ich. Sie haben meinen Turret kaputt gemacht. Meiner steht noch. Das ist gut. Und was macht dein Turret? Der steht auch. Komm her. Wie gut, dass dein Piu Piu nicht nervig ist. Was? Wo kommt der denn her? Hallo? Jemand da? Jemand hin? Alle weg? Hey, hey, das ist da. Eine Ruhe hier. Du Dreckwutz. Popelgesicht. Dreckwutz. Na. Popelgesicht. Oh ja. Oh, Mitte. Mitte oben. Mitte oben? Und links unten. Rechts unten auch.
Ah, okay. Rechts ohne Fleck. Komm mal in die Mitte. Meine Fresse. Oha, die knallen echt gut rein. Oh. Die knallen gut rein, ja. Da unten ist auch noch irgendwas. Ihr kriegt mich ja gar nicht mit, wie ich da hinten die Gegner... ich stehe hier hinten und mache einfach Schieß einfach. Dann müssen wir dein Gameplay deswegen auch noch extra schön angucken. Ist doch gut. Ist doch schön. Dann sehen wir was wir vorher überhaupt nicht gesehen haben. Oh, ein Dicker bei dem Turret auf der Aua. Und hinter mir ist auch irgendwer. Zack, weg. Oh, ich bin weg. Tot. Oh, fuck. Warte, ich komm. Ich, hin. Ich wurde von einem Killer und von einem Assist assisted. Also, gekillt. Der hat so eine Bodenschockwelle. Dauer. Ich komme da nicht durch. Versuch dich mal zu heilen? Ja, so nicht. Ach, das ist ein. Das ist ein. Scheiße! Ich sterbe jetzt, ich bin jetzt weg. Okay. Onkel, du hast mich einfach verrecken lassen. Ja, weil er gesagt hat, er kommt zu dir. Ja. Ja. Ich bin Scharfschütze, ich bin hier die ganze Zeit. Wenn der Smirk irgendwas mal erzählt oder verspricht oder so, seit wann glaubst denn du an sowas? Ich glaube euch beiden also immer. Regel Nummer 1, glaub ihm kein Wort. Ich glaube euch beiden immer. Okay, geht los. Jetzt schläft du der Hand ein, ich glaub's nicht. Was? Ja. Das ist schlecht. Merkwürdig. Was machst du denn hier? Ja. Was war das? Was ist hinter mir? Was ist hinter mir? Mal hier linke Seite. Hä? Alter, stirb. Oh, da ist ja einer bei unserem Gerät. Da ja auch. Wir stehen irgendwas. Ja, da ist das große Box. Ja, Endboss ist da. Also. Schießt mich komplett wohin. Hilfe, wo komme ich hier raus? Ne. Ja, sie springen mich an. Geht. Gibt's Stand Snork. Snork ist genau in meiner Schusslinie und die Rakete ist bei ihm abgeprallt. Ich bin auf dem Boden gewesen. Ah! Ich war ganz unten. Ah, nee, ich mein Smirk. Entschuldigung, ich hau euch immer durcheinander. Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich im Weg war, hast du in die falsche Richtung geschossen. Hast du, ich hab zu den Großen geschossen. Bisschen Uhu für dich oder so? Achso, ja. Ah, ich bin kaputt. Oh, was? Du hast ja einen Kumpel um dich herum. Ja, hey, nicht da! Ich bin wieder unten. Eine Bodenwelle. Und ich komm da nicht durch. Mann. Und steh auf. Unsere Zentrale wird angebumst. Ich kann gerade nicht. Ich verbritzel hier. Verbritzel? An. Du glaubst gar nicht. Oh. Gleich ist er hin. Ich komm nicht durch diese blöden Arme. Nicht runter. Och, Mann, ey. Was jammerst du? Die werfen mich immer auf den Boden. Oh, mach ich doch. Hilft nicht besser. Nicht. Hilft nicht besser. Hilft nur nicht. Wo ist er hin? Darüber. Also, Messer. Hä? Oh, ein bisschen Stück? Er haut mich wieder. Ich fall wieder runter. Ich. Oh Mann, ey. Boing. Komm schon. Hey. Nur weil ich eine Frau bin, greift er mich hier die ganze Zeit an. Oh, ich finde das. Jetzt hab ich mich selber. Verklagen, du. Das jetzt hab ich mich selber ausgemacht. Eine Gleichbehandlung haben. Scheiße. Scheiße, wo komm ich denn hier hoch? Da hinten. Puh. Hab ihn. Boah, meine Rakete hat mich jetzt nach hinten gewürfelt und ich bin in die Lava geflogen. Hallo, geh doch mal. Super. Unser zentralen Linkspunkt angebumst. Ja, ich sehe das wohl. Ändern kann ich es trotzdem machen. Außer wenn ich ihn platt mache. Ja, okay, wir müssen manuell über das Kontrollterminal eingreifen. Oh, Heiler. Obwohl, nee, hier war schon genug. Wo bist du? Passt schon. Alles schon okay. Du waren genug Energiesachen. Ja, ich sag ja. Viel größer als so. So, wollen wir weiter? Achso, es geht weiter. Hey, wir haben das geschafft. Nein, stopp. Bleib stehen. Wirklich auf die Gelegenheit, das Schiff zu verlassen, oder? Stopp. Seitdem wir zusammenarbeiten, war Nova noch nie außerhalb des Schiffs, wenn ich so darüber nachdenke. Wir haben niemals Spaß. Aber das hier, das ist super. Sie ist recht gut drauf, oder? Okay, das war super und ich finde auch, dass wir hier mal einen Break machen sollen. Genau. Genau. Das passt jetzt gerade so schön. Ich dachte, was will er denn jetzt erzählen? Habe ich jetzt oder will er was zeigen? Story zu Ende lassen? Genau. Warum stehe ich eigentlich immer nur auf einem Bein? Habe ich irgendwie einen Stachel im Fuß oder so? Das ist keine Ahnung. Eine gewisse Dehnübung für deine. Du bist ein Storch. Ein Storch? Ich bringe die Kinder, meinst du? Genau. Ein Storch oder ein wie heißt das andere Vieh? Das rosane? Elefant.
Genau, da muss er. Nee, du meinst, so du meinst bestimmt ein Flamingo. Ein Elefant. Und wie heißt das Tier, wenn du rüsselst? Wenn die Elefanten rosa sind, sollte man weniger davon nehmen. Das meine ich, aber die gibt es halt auch, die rosa Elefanten. Er hat gefragt, wie heißt das rosa Tier? Es kann nur ein Elefant sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Onkel. Ja. Und ja, wir sind auf dem Weg zum Endboss und diesmal schaffen wir das. Ja, ich hoffe doch. Ja. Tschüss.